Seit dem Jahr 2020 in US-Wahljahren beginnt spätestens jetzt eigentlich eine Korrektur an den Märkten. Zwischen 2,2% und 22% lagen die Rücksetzer in US-Wahljahren, vermutlich weil schlichtweg die Investoren sich sagen, wir nehmen jetzt mal die Chips vom Tisch, gucken, was passiert, die Unsicherheit, wer gewinnt diese Wahl, wird es möglicherweise irgendwie Probleme geben nach der Wahl, wer hat gewonnen, wir erinnern uns ja sehr gut an die Aussagen von Donald Trump, der meinte, er hätte die Wahl nicht verloren, und dementsprechend könnte jetzt ein bisschen eine Vorsicht in die Märkte kommen, wenn die Geschichte, die Börsengeschichte sich nicht irrt. Und wir haben sehr viele Signale, sehr viele Divergenzen an den Märkten, die ich Ihnen mal zeigen will. Heißt nicht, dass all das so passiert, dass die Märkte jetzt fallen werden sofort, aber dass wir doch in einem erhöhten Risikozustand sind, wenn ich es mal so formulieren darf, der die Märkte für eine Korrektur jetzt sehr anfällig macht. Schauen wir uns diese Dinge mal an. Wie gesagt, seit dem Jahr 2000 in Wahljahren, spätestens am 12. Oktober begann eine Korrektur, mindestens 2,2% im Jahr 2016, maximal 22% im Jahr 2008. Da war natürlich dann auch noch Finanzkrise der Fall. Aber schauen wir uns mal diese Divergenzen, diese negativen Divergenzen an im S&P 500. Links oben sehen Sie das, dann sehen Sie Growth to Value. Growth läuft ja jetzt nicht mehr so gut, Value-Aktien laufen besser. Das ist normalerweise ein sehr langer Run, nicht so positiv. Dann sehen wir hier zum Beispiel rechts Nasdaq in Relation zum S&P 500 eine negative Divergenz. Normalerweise laufen die Märkte am besten, wenn Tech-Werte stark sind, wenn Tech-Werte die ganze Geschichte anführen. Jetzt sehen wir, dass viele defensive Sektoren wie Utilities, also Versorger, langweilige Dinge letztendlich den Markt hier anführen. Hier sehen wir mal den S&P 500, jetzt an die obere Trendkanalbegrenzung stoßend. Oben sehen wir eine Divergenz, negative Divergenz im RSI, unten im MACD. Also da ist zumindest einiges möglich jetzt in dieser Situation, auch was den VIX betrifft, der ja sehr hoch ist. Wir sind nach wie vor über 20, und das, obwohl der S&P 500 wieder mal neue Allzeithochs erreicht hat, über der 4800er Marke. Auch hier negative Divergenzen. Wir sehen einen Fear and Greed Index von CNN bei 74, praktisch jetzt direkt an der Stufe zu extremer Gier. Also da ist überhaupt kein Problem, und diese Problemlosigkeit, die zeigt sich dann auch im Equity Put Call Volume Ratio, wie es hier Tom McLellan zeigt, der niedrigste Wert seit Juli 2023. Das heißt, niemand hat das Bedürfnis, sich abzusichern. Und in der Regel ist es eben so, dass wenn niemand das Bedürfnis nach Absicherung hat, Dinge passieren, die eine Absicherung verlangen, weswegen dann alle beginnen, sich abzusichern. Wenn dann Absicherungen total teuer sind, dann ist es meistens der Zeitpunkt, wo das alles schon wieder komplett ungefährlich ist. Also Sie sehen, das ist ein Stück weit ein Kontraindikator, ein antizyklischer Indikator, könnte man sagen. Jetzt gucken wir uns mal an, was die Hedgefonds gemacht haben, die ja extrem short waren, die sehr stark verkauft haben, und die haben in der letzten Woche jetzt so stark wieder zugekauft, weil sie kapituliert haben nach den Anstiegen wie seit 2021 nicht mehr. Wir haben ja jetzt die beste Performance des S&P 500 seit dem Jahr 2000. Nichts kann dieser Endros Rally offenkundig stören, und davon profitieren natürlich die Amerikaner. 47% aller liquiden Finanzassets sind Aktien. Dazu kommen nochmal Mutual Funds, also das sind Aktienfonds. Das ist also deutlich mehr, als man etwa an Bank Deposits hat, an Bankguthaben. Das heißt, für die Amerikaner ist extrem wichtig, dass die Aktienmärkte oben bleiben, damit dann auch sie weiter konsumieren können. Wenn sie weiter konsumieren können, dann kann die Wirtschaft gut laufen. Wir sehen jetzt einen Allzeithoch eben in Relation sogar ein Ticken höher in Sachen Exposure in die Aktienmärkte, in Sachen Aktienbesitz, in Sachen Aktienvalue im Vergleich zum Jahr 2000. Also nur
von der Dotcom-Blase war es ähnlich, sogar noch ein bisschen niedriger. Und die Leute werden immer misstrauischer, nicht nur, dass fast so viele sagen wie nie, naja, ich bin schlechter dran als vor einem Jahr, wie jetzt die Michigan Consumer Sentiment Umfrage gezeigt hat am Freitag, sondern sie erwarten offenkundig auch immer mehr Inflation, Consumer Inflation Expectations für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Jetzt auf 7,1% gestiegen, das ist der höchste Stand seit 40 Jahren, weil die Leute natürlich merken, die Notenbanken wie die Fed, die nehmen es mit der Inflationsbekämpfung nicht mehr so genau, die senken die Zinsen und hier sehen wir ja jetzt auch in den Inflationszahlen, gerade zum Beispiel was die sogenannte Supercore betrifft, die mit 0,4% so stark gestiegen ist wie bei seit April nicht mehr, dass bestimmte Inflationskennzahlen, also wie Supercore, Inflation im Dienstleistungssektor ohne den Bereich Housing, dass die wieder deutlich nach oben gehen, das macht den Leuten ein Stück weit Sorge und wir sehen, dass eben hier Vorkehrungen getroffen werden, während gleichzeitig eben die wirtschaftliche Lage für viele Unternehmen immer schlechter wird. Wir haben jetzt die meisten Insolvenzen seit dem Jahr 2012, seit Jahresbeginn, also wenn man so will, die Nachwehen noch der Finanzkrise. Wir sehen, dass jetzt viele Retailer in einer wichtigen Phase sind, also viele Einzelhandelsgeschäfte. Da ist Halloween ein wichtiger Umsatztag oder diese Zeit um Halloween sind wichtige Umsatztage. Man rechnet damit, dass die Umsätze in diesem Jahr allerdings 5% niedriger sein werden als letztes Jahr. Auch das wieder eine Hiobsbotschaft. Also wir sehen diese Zinsen, die haben sich langsam durchs System gefressen. Und es gibt schon eine gewisse Divergenz zwischen den Allzeithochs an den Aktienmärkten und eben der Realität vieler Unternehmen am Boden. Und diese Sorge vor einer nicht mehr wirklich konsequenten Inflationsbekämpfung, die spiegelt auch der Goldpreis. Und eins ist hier wirklich erstaunlich. Wir haben ja gesehen, dass die Kapitalmarktzinsen deutlich gestiegen sind. Die 10-jährige US-Staatsanleiherendite bei 4,10%. Ein halbes Prozent gestiegen in relativ kurzer Zeit. Wir sehen, dass der Dollar sehr, sehr stark ist. Stärkste Rallye seit 3 Jahren absolviert hat. Tag für Tag zulegen konnte, weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed schnell die Zinsen senkt, aufgrund der hereinkommenden Daten geringer geworden ist. Also Dollarstärke und steigende Kapitalmarktzinsen, normalerweise Gift für Gold. Und dennoch steht Gold hier ganz in der Nähe dieser Allzeithochs. Am Freitag hatte ich ja das Markeflüster getitelt Gold kaufen, Nasdaq verkaufen, Fragezeichen. Und vielleicht ist Gold eben auch ein sicherer Hafen angesichts jetzt des Wahlausgangs, denn es zeichnet sich ein bisschen ab, dass die Dinge für Kamala Harris schwieriger werden. Wenn jetzt selbst Jim Cramer sagt, Trump hat keine Chance, die Wahl zu gewinnen, dann sollte spätestens Panik hier im Harris-Lager sein. CNN sagt, die dunkelhäutige Bevölkerung, die Schwarzen und die Hispanics, die ja etwa ein Fünftel der, allein die Hispanics sind ja die bedeutendste Minorität, wenn man so will, mit knapp 20% der Bevölkerung, die Schwarzen haben nur 12. Jedenfalls sehen wir, dass da die Zustimmung zu Trump deutlich zunimmt, ein Problem für Kamala Harris. Und hier hat ein CNN-Analyst gesagt, also normalerweise haben die Demokraten ja mehr Wähler. Durch das Verhältniswahlrecht in den USA wird das Ganze ja ein Stück weit relativiert. Aber jetzt gibt es mehr Amerikaner, die sich als Republikaner identifizieren. Und das sei ein ziemlich sicherer Hinweis darauf, dass die Republikaner diese Wahl gewinnen. Wir sehen es auch bei den Voter Registrations, also bei denjenigen, die sich in Wahllisten eintragen, dass dort die Zahl der Demokraten deutlich zurückgeht. Da werden ja oft die Leute gefragt, ja, für wen bist du denn so eigentlich? Dementsprechend viele Warnsignale für Kamala Harris. Wir hatten jetzt kürzlich eine Ansprache von Obama gehört, der sich gerade an schwarze Wähler richtet. Auch da sieht man, dass die Nervosität scheinbar steigt. Hier Saturday Night Live, eigentlich eine eher den Demokraten zugeneigte Comedy-Serie, wenn man so will, die damals Donald Trump, wie ich fand, sehr treffend aufs Korn genommen hat. Die nimmt jetzt Kamala Harris und Biden aufs Korn. Das
zeigt, dass die Dinge nicht gut laufen, wenn sozusagen jetzt diese Euphorie, diese etwas hirnbefreite Euphorie über Harris, ah, sieht, der weibliche Messias ist da, dabei ist diese Frau, naja, jetzt auch nicht die hellste Leuchte unter der Sonne, hat man das Gefühl, Trump vielleicht auch nicht, aber er scheint den Zeitgeist besser zu treffen, der Amerikaner, die vor allem eben sagen, ja, die Preise sind zu stark gestiegen, das ist das, was die Leute wirklich letztendlich berührt, selbst wenn die Inflation nicht mehr so stark steigt, die Höhe der Preise, die Leistbarkeit der Dinge dürfte die Wahl zu Ungunsten von Harris entscheiden, aus meiner Sicht, die nicht erklären kann, was sie anders machen würde als Biden. Dementsprechend hatte Trump eben mit diesem Teuerungsargument die besten Karten. Wir sehen jetzt das auch an den Märkten. Goldman Republican Victory Basket ist deutlich vor dem demokratischen Basket. Heute wird es wahrscheinlich ruhig an den Märkten zugehen. Denn wir haben Feiertag in den USA, Columbus Day oder Indigenen Tag, wie manche Bundesstaaten in den USA sagen. Die Aktienmärkte sind geöffnet, aber die Anleihemärkte sind geschlossen. Viel dürfte da oder es dürfte das Volumen doch deutlich geringer werden, so meine Vermutung. Also Aktienmärkte geöffnet, Bondmärkte geschlossen, allerdings die Bond Futures laufen. Das könnte dann noch relevant werden. Wir haben heute auch keine wirklichen Konjunkturdaten. Interessant war ja das, was mit Tesla passiert ist nach dieser Show von Elon Musk, der nicht wirklich überzeugen konnte, praktisch wieder Versprechen in die Zukunft verschoben hat. Hier hatte Goldman Sachs ja gesagt, Mensch, kauft unbedingt Calls, Tesla Calls, und die sind jetzt so ziemlich wertlos geworden, nachdem die Tesla-Aktie ja gut 8% am Freitag gefallen ist. Kommen wir zur Geopolitik, meine Damen und Herren. Hier hat jetzt China komplett wieder eine Militärübung, wie es heißt, ausgeführt und dabei komplette Taiwan umzingelt. Man prüfe sozusagen, wie man die kritische Infrastruktur Taiwans ausschalten könne. So heißt es direkt vom chinesischen Militär. Also die geben nochmal richtig Gas. Jetzt sind die USA auch in Sachen Israel natürlich beschäftigt. Man liefert jetzt Verteidigungssysteme, Abwehrsysteme an Israel. Offenkundig sind die Entscheidungen gefallen, wie gegen den Iran jetzt zurückgeschlagen werden soll. Wir werden sehen, wann das passiert. Derzeit noch Yom Kippur in Israel, deswegen wahrscheinlich noch nicht dieser Angriff. Und wenn wir nach China nochmal kommen, da gab es ja diese Pressekonferenz am Samstag von dem chinesischen Finanzminister, die, naja, jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht hat, muss man sagen. Die Märkte zwischenzeitlich deutlich im Minus in China. Etwa der Hang Seng konnte sich dann aber wieder erholen. Wir hatten wieder mal Anzeichen für schwache Wirtschaft in China, Verbraucherpreise nur unverändert statt einem Anstieg von 0,4% zum Vormonat und die Erzeugerpreise sogar zum Vorjahresmonat minus 2,6%. Also die Deflationssorgen, die nehmen deutlich zu, kann man sagen. Und vor allem auch die Frustration vieler chinesischer Investoren, respektive Zocker hier, einer der sagt, Mensch, ich habe hier am Top gekauft, dann habe ich am Tief verkauft und das ist mir zweimal hintereinander passiert. Was für ein mieser Markt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir sehr starke Zuflüsse in chinesische Assets jetzt gesehen haben. Aber das ist zu mau, was letztendlich Peking hier geliefert hat. Und man versuchte ja eigentlich die Aktienmärkte nach oben zu bringen und hofft, dass damit auch der Konsum wieder anspringt, dass die Leute Autos kaufen, wenn sie Aktiengewinne haben etc. Ob das gelingt, wird sich zeigen. In Frankreich, wenn wir nochmal nach Europa wechseln, ist Frankreichs Ausblick hier gesenkt worden durch Fitch auf negativ. Nachdem ja hier versucht wird, mit höheren Steuern etc. gegen das Defizit anzugehen. Bin gespannt, wie die französischen Anleiherenditen heute darauf reagieren werden. Und ähnliche Probleme könnte auch bei Deutschland bekommen in Sachen Abstufung. Denn wir sind in der Rezession, wahrscheinlich zwei Quartale hintereinander negativ. Keine Erholung mehr in 2024. Und gleichzeitig haben wir aber fast 50% mehr Beamte seit dem Jahr 2013. In den Bundesministerien. Wir stocken schön auf hier Leute, die nur verwalten, aber nicht gestalten. Und das wird auf Dauer ein Problem sein. Jetzt neue Umfrage, wo immer mehr Unternehmen sagen, wir kommen schwerer an Kredite. Auch das ist ein Zeichen für diese Abkühlung, weitere Abschwächung der Wirtschaft. Die Banken werden vorsichtiger.
Jedes dritte Unternehmen berichtet, dass die Banken zurückhaltend seien. Noch im Juni waren es nur 27%, höchster Wert seit 7 Jahren. Also die Banken werden deutlich vorsichtiger. Das ist so ein Frühindikator für das, was wahrscheinlich kommen wird. Und eins ist auch interessant hier, Energiepolitik in Deutschland. Frankreich ist mit Abstand unser größter Energielieferant, respektive Stromlieferant. 48% beziehen wir aus Frankreich und also seit Jahresbeginn. Wir sind ja jetzt vom Exporteur zum Importeur geworden und böse Zungen sagen ja, diese 48%, also fast die Hälfte beziehen wir aus Frankreich, dass da auch Atomstrom sehr maßgeblich dabei sein könnte, aber das sind natürlich ganz schlimme Zungen. Wir haben ja mit Atom nichts mehr am Hut, meine Damen und Herren, wir haben abgeschaltet. Abschalten sollten Sie nicht, sondern diese zwei Artikel sich nochmal zu Gemüte führen. S&P, wann endet die Endlos-Rallye an der Wall Street? Hier mal das Big Picture, was Sie wissen sollten, könnten, müssten. Ich gerne weiterempfehlen über diese Button, die Sie hier oben sehen. Und das zweite, Janet Yellen hat es versäumt, den Schuldenzuwachs in den USA zu publizieren. Warum bloß? Hat sie Angst, dass die Kapitalmarktzinsen weiter steigen? Was ist da los? Das ist die zweite Artikelempfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.